Hallo und herzlich willkommen zurück zu Atlas Fallen und dem Beagle. Also ich finde dieses scheiß Emblem nicht, weiß auch gerade nicht so recht, wie ich da hinkommen soll. Kein Plan, wo das sein soll. Angeblich hier unten. Irgendwie glaube ich da immer noch nicht dran. Wir holen uns jetzt erstmal... Hat das nicht gereicht? Nope. Habe ich jetzt eigentlich gedacht, dass es reicht. Aber gut, ne? Wer bin ich schon, dass ich... bin ich nicht letzte Mal nach vorne ausgesprungen? Boah, spring doch! Spring nicht so leidend dabei, sondern spring einfach. Spürst du das? Wir sind nah an einem Splitter. Doch, hier von hier aus bin ich gesprungen. Ho! Ho! Boom! Boom! Das wird wieder nichts. Cool. Es war von Anfang an keine gute Idee, meine Position aufzugeben. Okay, oh Gott, ich hab's. Oh, bitte nicht. Und zack. Yay. Jeder Splitter führt uns näher an unser Ziel. Ändert nichts daran. Dass hier irgendwo noch immer der Schatz des Ritters sein muss. 100. Genau da drunter muss es sein. Da drin? Warte mal. Warte mal, was? Nein. Warte. 41 Meter. Nochmal nach oben. Leben und Amulett herstellen, Spiel speichern. Warum kann ich hier nicht schnell reisen? Oh, wie ätzend, jetzt muss ich einmal komplett da rumlaufen. Oh, wie mies. Warum ist das denn kein Schnellreiseamboss? Jetzt möchte ich nämlich ja auch selbstredend die, was ist denn noch hier unten?
Soweit ich weiß, gar nichts, ne? Nee, gar nichts mehr. Haha. Haha. Ach, leck mich. Ich hab Bock auf euch. La Brücke. Okay, und jetzt rüber da. Zack, 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 zack. Ah, da vorne müsste doch irgendwo Mr. Amboss sein. Ich die Schnellreise nicht machen durfte, wollt ihr mich trollen? Das ist jetzt das erste Gebiet, ne? Östliche Wüste. Amboss. Friedhof. Östliche Wüste. Ich hab doch einen Amboss. Ach so. Ja. Jetzt war ich verwirrt. Ich habe übrigens noch nicht in die letzte Aufnahme geguckt, wie heftig mein Rage Quit war. Aber oh, sei es drum. Ist es nicht seltsam, dass so viele neue So, da müsste ich genau da sein, wo ich rauskommen möchte. Ja, genau da. Ich bin ein... Ich wünschte, wir hätten Ihnen ein Ort. Danke, dass du mir... Das habe ich. Ich danke. Kendra wird es nie zu... Sie setzt große... Wir werden deine Tat... Eine Schatzmacht. Es muss eine gerechte Macht in dieser Welt. Aber ich möchte gar keine Schatzmarkierung. Schnellreise. Und zwar... Erstmal hier hin. Ich weiß ja, wie gesagt, jetzt wo ich für den zweiten Splitter hin muss. Und das ist so eine Farce, Leute, weil man die Karte nicht richtig lesen kann. Ich komme ja immer noch nicht da hoch, also... Da hinten ist das. Genau. Wir müssen nämlich zu dem Tempel, der da ist. Also ich bin ja auf viele Ideen gekommen, gebe ich ja zu. Aber ganz bestimmt nicht. Lasst mich in Frieden. Aber ich gestehe ganz bestimmt nicht, dass im Tempel selbst dieser Scheißsplitter drin ist. Tja. Spürst du das? Ja. Wir sind nah an einem Splitter. Ich finde es schön, dass ihr mir das sagt. Ich frage mich, wozu dieser Turm am Straßenrand liegt.
Tempel am Straßenrand. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich die je gesehen habe, aber... Nein? Jeder Splitter führt uns näher an unser Ziel. Zwei von drei. Besuche Bastengards Untergrund erneut für Splitter. Wir haben die Tempel und Straßen eingenommen. Er wollte mich... Ach so. Nicht euer Ernst, ich muss nochmal darunter und einen Splitter suchen? Echt jetzt? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann ich schneller regeln. Okay. Aber da war ich doch schon. Ich gehe jetzt mal hier hin. Ich meine, das ist jetzt nicht gerade der Untergrund. Aber ich wüsste sonst nicht. Weil da war ich ja schon. Sein. Okay. Ja, freilich können die mich am Arsch lecken. Also sind hier zwei Splitter. Ja? Mal kein dummer Filzton aller. Merkst du keinen Splitter in meiner Nähe? Ist das Spiel etwa so verbuggt oder was? Oder weiß ich schon wieder einfach nur nicht, was dieses Spiel von mir möchte? Ich gehe irgendwie von zweiterem aus. Es ist aber auch überhaupt nicht ersichtlich, was dieses Spiel eigentlich von einem möchte. Ihr wollt mich trollen, oder? So richtig heftig. Wie, da ist eine Neben... Da ist... Er sagt aber auch gar nicht so, oh, guck mal. Wie jetzt? 400 Meter entfernt. Oh Leute, diese Karte ist so ein Pain in the ass. Ist einfach so. Ist hier etwa noch einer?
Nee. Das wäre ihnen wohl zu offensichtlich gewesen. Leute, ich weiß nicht, wo dieser dritte Splitter sein soll. Das ist... Das macht den Spielspaß gerade so dermaßen kaputt, wenn der mich vom A nach B schickt und da im Grunde ich schon gewesen bin und... Bis gleich. Leute, ich stand vor der Lösung. Ich stand wirklich vor der Lösung und habe es schlicht nicht gesehen, weil die Karte mir halt keine Infos gegeben hat. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wie ich da hochkommen soll, wenn ich ehrlich bin. Aber das werde ich gleich sehen. Ich meine, irgendwie muss ich ja da hochkommen. Idealerweise dann von dem Gebäude aus, ha? Schauen wir mal. Ach. Ich bin ehrlicherweise nicht allzu traurig, wenn ich das durch habe. Ich weiß jetzt auch nicht, was da storymäßig noch Ultimatives kommen soll. Oh, oh Gott, oh Gott. Ist etwas in der Nähe? Wir sollten im Sand suchen. Ja, danke für den Hinweis. Nichts, was wir brauchen können. Stell dir vor. Wir haben alle Splitter gefunden, die wir brauchen, um den Gauntlet neu zu spielen. Das ist nicht das, was wir brauchen. Ja, aber hier könnte trotzdem noch eine Truhe sein, ja? Das ist nicht das, was wir brauchen. Schade, hätte ja sein können mit der Truhe. Warte mal, hier ist noch eins. Nichts, was wir brauchen können. Ja, halt die Klappe. Armberge. Ui, und jetzt ab zu dem... Wo gehe ich denn da am besten hin? Ich weiß, wo ich hingehe. Also, wo ich mich hinporte, meine ich jetzt. Erst verbessern wir den Gauntlet. Okay. Das sieht aus, als würde es da noch was für geben, aber wer weiß das schon. Nett. Die Macht, Telos zu erreichen. Na gut. Aber erstmal. Nein. Ich will ganz da unten zum Bergdorf. Ja, bin hier richtig. Ich habe jetzt eigentlich genug beisammen, aber ich würde jetzt so gerne. Erst. Wissen, wie es mit der Rüstung aussieht, ob die, die ich da bekomme, noch besser ist. Unser Dorf könnte eines Tages wieder für Händler interessant sein. Du meinst, wenn alles vorbei ist? Grüße. Der Funke, der dir... Natürlich. Sie ist unsere... Wir haben einen Zufluchtstein mit den Rittern hergeschafft. Aber er... Oh, danke. Also, wenn ihr Essenz braucht, haben wir reichlich davon. Aber... Ihr habt keine Werk... Wir haben sie schon lange... In der Mine sollte es welche... Das, was wir brauchen. Danke, Armberge, danke. Das ist ein Questgegenstand.
hol den Funken aus dem Brennofen zurück. Oh, ich muss wieder in die Stadt zurück dafür, ne? Warte mal. Okay. Also reise ich von hier aus in die Hauptstadt. Yes. Hier hin. Aber ist das nicht das Zeug, das diese Essenz so verunreinigt? Treten auf eigene Gefahr. Es sind gefährliche Zeiten. Belagert! Holt euch hier alles, was ihr zum. Noch eine Quest? Oh. An dem Ort, wo ich nie wieder rein und rauskomme. Hoppala. Vergib uns! Was hat das zu bedeuten? Gar nichts. Ist Delos verletzt? Das ist schlimm. Was können wir tun? Beten? Versucht's mit Beten. Wird euch nichts bringen. Wo ist denn... So etwas ist noch nie passiert. Ja. Vielleicht sollten wir gehen, bevor jemand denkt, dass wir das getan haben. Irgendwo hier, ja. Warte mal, wo denn? Oh, hier in diesem Gebäude finde ich mich auch null zurecht. Beträchtliche Anzahl mächtiger Artefakte. Wir sollten sie benutzen. Halt die Klappe, Armberge. Geister? Nee, das war ähnlich, aber nicht gut genug. Hier hoch. Irgendwo hier hoch. Und dann hier hoch. Genau. Und dann da rüber. Und hier hoch. Boah, anstandslos gefunden. Okay. Die Stadt wird belagert. Wir haben hier alles, was ihr Herz begehrt. Ja.
Schnellreise. Nach da unten. Ich überlege, ob ich jetzt noch fix dann die Quest von dieser Tulla da mache mit ihrem komischen Liebesbrief. Oder ob ich die schiebe. Unser Dorf könnte eines Tages wieder für Händler interessant. Haben wir die Priester verärgert, sodass sie den Phantomen befohlen haben, uns anzugreifen? Die Phantome würden unser Ende bedeuten. Denn? Warum räumst du den Sand nicht morgen weg? Das ist doch sinnlos. Finderin? Finderin. Wo bist du? Da unten. Ich hab sie. Es ist billiger als in Litesta. Halt die Klappe. Es ist schön, dich zu sehen. Ja? Es ist mir gelungen, alle Materialien zu sammeln, die du für die Reparatur... Gut. Ich bin froh, dass die... Ich danke dir. Pass auf dich auf, Finderin. Du auch. Ich werde hier bleiben und sehen, wie ich dir behilflich sein kann. Mhm. Ich weiß, Leute, ich habe mittlerweile deutlich stärkere von diesen hier. Wobei mir das herzlich wenig bringt, wenn ich ehrlich bin. Auch das bringt mir eigentlich nicht so viel. Nee. Ich mag das, was ich hab. Nee. Ach so. Wir wissen alle, dass ich erhöht deinen Schaden 6 Sekunden lang deutlich, wenn du dein Amulett verwendest. Aha. Nee. Aha. Ich lass das erstmal. Questen. Also. Da ist eins. Ja. Da. Ich zerstöre jetzt erstmal die Ketten der Sanduhr und dann schaue ich weiter. Leben und Amulett wieder her. Schnellreise. Ich glaube, es war hier hin. Ich meine, viel muss ich ja dafür nicht mehr tun. Muss man da hochgehen. Kannst du es wagen, die heilige Sonne nur anzurühren? Niedere Abschaum! Diese Stimme. Morat, wie? Nicht ganz. Das ist Telos. Aber das ist Morats Stimme. Telos.
Es kann sein, dass das Gotteswesen Morad als Gefäß genommen hat, wie schon einmal. Sei darauf vorbereitet. Okay. Ich glaube, von dieser Position aus komme ich eigentlich ganz gut zu zwei Stück. Gut. Nein. Schnellreise. Hier hin. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich nicht direkt in den Endkampf geschmissen werde. Das wäre nämlich ein sehr großer Pain in the ass. Genau hier hin. Ist gar nicht so weit weg. Nach oben? Nee. Nicht ganz. Sieh mal, die Ritter sind schon hier. Sie müssen die Phantome rund um die Kette beseitigt haben. Boah, was der Gauntlet kann, ist wirklich sehenswert. Ja, ne? Finde ich auch. Boah, was der Gauntlet kann, ist wirklich sehenswert. Wir zählen auf... Zählt mal weiter auf mich, aber zählt nicht zu sehr auf mich. Jo, Leute, heute ist nicht der Beagle-Tag. Ich habe ganz komische Hirnscheiße gemacht. Ich habe eine 15-Minuten-Folge, eine 32-Minuten-Folge, eine 12-Minuten-Folge und habe keine Ahnung, was ich hier getan habe. Deswegen habe ich jetzt die 32-Minuten-Folge in der Mitte gecuttet, wie ihr das hier so seht. Die restlichen Seile machen wir dann in der nächsten Folge kaputt. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen guten Tag. Wie gesagt, ich mache das echt, um daraus irgendwie zwei ganze Folgen zu kriegen. Weil alles andere macht irgendwie einfach keinen Sinn. Fragt mich nicht, der Braindead Beagle hat halt wieder zugeschlagen. Ey, seid live dabei, wenn der Beagle auch mal Scheiße baut. Und manchmal passiert das häufiger. Dieses Spiel scheint auch irgendwo verflucht zu sein, weil ständig muss ich irgendwo cutten, weil ich was nicht finde, weil die Karte so scheiße ist. Und das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte. Mal wieder an einem Deck 13 spielt, dass die Karte einfach nicht so pralle ist. Nicht so, wie es mir gewöhnt, also nicht so, wie ich zum Beispiel luxuriöserweise von Witcher 3 zum Beispiel gewöhnt bin. Oder auch anderen Spielen, Horizon, God of War, alles Beispiele. Ja, also, haut rein.